Hello, here is Wang Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Loco Moco, das hawaiianische Fastfood-Gericht, ist der König der populären Küche. Denn die Zutaten allein machen es unmöglich, es zu essen. Die Eier platzen heraus, um den Reis und die Patties zu befeuchten, und werden mit der Soße kombiniert, um salziger zu werden. Die Burger-Patties ergänzen die Nachfrage nach Fleisch, und der Reis ist ein wesentliches tägliches Grundnahrungsmittel, wenn Sie sich für die Kombo-Mahlzeit entscheiden. Die das traditionelle hawaiianische Lunchset ist eine Kugel Mac Cheese enthalten. Und sowohl Erwachsene als auch Kinder werden von diesem süßen und herzhaften Zeug, das Oma fettig macht, sehr begeistert sein. Loco Moco empfohlenes Restaurant, Rainbow Drive-In. Wenn Sie in der Nähe von Honolulu sind, ist das Rainbow Drive-In ein klassischer Favorit. Und viele Uber-Fahrer und ich können nicht aufhören zu würgen, wenn wir darüber sprechen. Als heruntergekommenes Restaurant mit nur zwei Takeout-Fenstern und ein paar steinernen Stühlen und Tischen vor der Tür ist es eines der umsatzstärksten Restaurants auf der Insel. Mit Hunderten von Bento-Kisten, die jeden Tag geliefert werden. Wir empfehlen die Mittagsspecials, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Weniger als 10 für eine Reise statt. Must-Try-Gerichte sind Loco Moco und Mixplate. Musubi ist das Beste vom Besten. Aber es ist so billig wie Steak in den Vereinigten Staaten. Wenn die traditionellen japanischen Reisbällchen meist eine dreieckige Form haben, dann sind die hawaiianischen Reisbällchen hauptsächlich quadratisch. Ein Produkt einer Mischung aus der amerikanischen und japanischen Kultur. Die beliebteste Geschmacksrichtung ist Spam Musubi. Bei der Hawaiian Stick Lunch Fleisch mit weißen Reisbällchen kombiniert und in Seitan gerollt wird. Musubi empfohlenes Restaurant, Musubi Café Yasume. Als berühmte Marke kann man sie im Straßenverkauf oder im berühmten japanischen Supermarkt Mitsuwa finden. Aber natürlich gibt es neben der Basisversion auch verschiedene aufgewertete Versionen. Das luxuriöse Il Musubi zum Beispiel ist eine Kombination aus Reisbällchen, Seitan, Aal, dickem Aiyaki, Avocado und Lanchienfleisch, und ein bisschen davon ist super befriedigend. Der Reis ist weich und zäh. Das gebratene Lanchienfleisch duftet nach Fett. Die Avocado ist pflanzlich und geschmeidig. Das dicke Aiyaki ist poppig und weich. Und die Soße des Kamabiyakials ist ein warmer, verzehrfertiger, innovativer Minyal-Reis, oder? Der Preis ist nicht so hoch wie der Preis von Aalreis. Aber der Preis ist weniger als ein Viertel von Aalreis. Suchen Sie nach Gollum America im App Store. If you are interested in our videos, remember to follow us. Wang Group, more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.